So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Try. Wir spielen heute Labyrinth. Labyrinth, wie man hier schon schön sehen kann. Ich kann wieder nicht reden, super. Ja, ich muss noch kurz vorweg sagen, das ist jetzt ein Let's Try, wenn sich Leute fragen, was ist denn jetzt ein Let's Try? Ich habe die letzten Let's Tests, die wir schon gespielt haben, jetzt in ein Let's Try umbenannt. Ja, weil ich der Meinung bin, dass es doch besser passt, die Let's Try zu nennen, da Let's Test eigentlich eher ja ein längerer Einblick in ein Spiel ist. Da muss man schon ein bisschen länger zocken und die Spiele, die waren ja eigentlich eher 10 Minuten lang und wir kannten sie auch schon. Die genaue Erklärung ist in der Playlist von Let's Try, habe ich auch in den letzten Let's Tests, die ich umbenannt habe, habe ich da auch nochmal erwähnt. Und ich würde sagen, wir labern nicht lange rum und gehen jetzt gleich ins Spielegeschehen rein. Loading. So, wir sind hier, wie der Name schon sagt, in einem schönen Labyrinth gefangen. Es erinnert schon ein bisschen an Amnesia, muss ich sagen. This altar has something. A thing is missing. Additional. It needs a key. The skull. Keep it out. Off. The screaming. They want whispers. They will find you. Jo, wir müssen wohl einen Schlüssel finden. Ich bin mir auch noch nicht sicher. Ich habe das Spiel noch gar nicht gespielt. Ach du Scheiße. Haben wir uns da eben erleichtert oder was? Also, wir haben auf jeden Fall eine schöne Fackel, mit der können wir ja auch hauen. Ich schätze mal, es warten wieder monströse Monstren auf uns. Da ist ein schöner Zettel. One of the creatures spotted me. I turned off my light and creeped away. I'd lost interest. Blablabla. To stick to shadows from now on. Okay. Ach, created by, das sind noch die Namen. Aha, ja, sehr schön. Schleichwerbung wie immer. Alter, ich gehe mal hier runter. Ich muss ja noch dazu erwähnen, ich wollte eigentlich ein ganz anderes Spiel spielen, aber mein toller Computer, ja, der ist echt super. Der hatte einfach mal die Idee, dass er das Spiel mal nicht laufen lassen will, obwohl es vor ein paar Tagen noch gelaufen ist. Finde ich natürlich super. Aber nun ja, spielen wir nur dieses Spiel hier. Ich hab kein gutes Gefühl, möchte ich nur mal vorweg sagen, aber wie schon gesagt, das ist nur Let's Try. Also, wenn ich mich zu sehr in Scheiße in. Ach du Scheiße, kann ich das hier auch abbrechen? Aha, das sieht natürlich schon mal sehr herzallerliebst aus. Also, hier möchte ich auf jeden Fall wohnen. Wie schon gesagt, ich weiß nicht, wo hier was ist. Wir können wenigstens mal zuschlagen. Ich bin es ja von Slender schon so sehr gewohnt, damit wir gar nicht mehr hauen können. Aber hier können wir die Monstern vielleicht sogar umhauen. Boah, ich will da irgendwie gar nicht unten drin sein. Hoffe, es ist auch nicht ein bisschen zu ruhig. Ist ja hier. Ja, ist diese Stille, die macht dann schon ein bisschen zu schaffen, finde ich. Okay. Bücher, hier ist auch nichts Besonderes. Ach, hier können sie wahrscheinlich wieder entzünden. Eine Kerze. Ich höre was. Alter. Ja, komm, ich hab eh keine Wahl. Okay. Na gut. Okay, Leute, ich habe eh keine Wahl. Wir verziehen uns jetzt viermal. Uah! Nein! Ich bin irgendwie gerade gestorben. Das kam jetzt irgendwie unerwartet. Jetzt reicht's mir aber. Ich habe gedacht, wir können die. Hallo? Achso. Ich habe gedacht, wir können die Viecher einfach so killen. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Da ist wieder ein Vieh. Warte, wir probieren es einfach mal. Geh weg! Na, verpiss dich! Nein! Ja, das hat ja sehr gut funktioniert. Das Let's Try ist ein voller Erfolg, kann ich nur sagen. Aha, ja. So, komm.
Wir versuchen es nochmal. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht wieder so einem Vieh begegnen. Das ist ja scheiße. Ich habe gedacht, die können wir jetzt einfach mal so niedermetzeln. Schade, schade. So, wir sind jetzt mal ein bisschen ruhiger hier. Ich. Wow! Lauf, lauf, lauf! Wow! Ah! Ah! Geh weg! Scheiße! Okay, wir crouchen mal. Wow, wow, wow! Nein! Schade! Okay. Huch, crouch ich noch? Ach, muss man nur einmal drücken, okay. Ah, scheiße. Ich habe gedacht, wir schaffen es noch. Ich weiß nicht, ob die uns hinterher crouchen können. Ich versuche einfach nochmal. Ich hoffe, dass es jetzt nicht irgendwie langweilig wird, weil ich hier die ganze Zeit abrecke. Okay. Ich schätze mal, die sind hier eher ein bisschen random verteilt. Da ist schon zwei Gesellen. Wow! Lauf, lauf, lauf! Okay, wir sind hier mal runtergecroucht. Ich hoffe, hier unten wartet nichts auf uns. Wow! Wow! Wow, 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 geh weg! Scheiße! Nein, nein, nein! Scheiße! Steh auf! Wah, wah! Nein! Na! Gut, komm, einen Versuch machen wir noch. Boah, Alter. Ich muss sagen, das zieht schon ein bisschen an den Nerven. Es ist aber nicht so. Irgendwie ist es nur. Es setzt nicht so richtig auf den Schocker-Moment, wie man es bei Slender gewohnt. Bei Slenderman gewohnt ist. Aber es ist schon ein bisschen. Die Angst im Nacken, dass sich die Viecher die ganze Zeit verfolgen. Aber es ist jetzt, ja, es ist nicht ganz so der Schockmoment, aber es ist schon auf jeden Fall ein Horror-Game. Links sind wie immer in der Beschreibung, ich erwähne es einfach mal. Ich bin einfach mal so schamlos, die Entwickler weiß ich jetzt gar nicht, gerade leider gar nicht. Aber es steht wie immer alles in der Beschreibung dann. Hallo? Ich glaube, die Räume scheinen mir ein bisschen random verteilt zu sein, kommt mir so vor. Ich bin mir nicht sicher. Ist irgendwie auch beängstigend, wenn hier keine Viecher sind, habe ich Angst, dass hier auf einmal eins auftaucht. Aber von der Grafik her sieht schon ganz nice aus, finde ich. Also finde ich auf jeden Fall völlig in Ordnung für ein Free Game. Komplett kostenlos. Also kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Alter, diese Stelle. Hallo? Ich sehe mich hier mal ein bisschen um, ob ich hier noch irgendwas finde. Es soll hier auch Notizen geben oder so. Alter Schwede, bin ich wieder ruhig hier. Na, ist ja auch schon wieder 23 Uhr bei mir oder so. What the fuck? Pedobär?
Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Nur nicht bücken, dann erwischt uns der Pedobär auch nicht. Alter. Hallo? Okay, Bücherei. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, sieht sehr bücherreihaft aus. Man sieht mannigfaltige Bücher. Was gibt's hier Schönes? Hier ist auch nichts. Ja, sieht gut aus. So kann ich hier wenigstens eine Kerze kann ich auch nicht entflammen. Oh. Another. Was steht da? Another narrow escape. I was wounded this time. Found a strange fountain. The water seems to have restorative ability. No ill effect. Regenerationseffekt hat das Wasser, was wir auch schon vorhin herausgefunden haben. Ach, die bleibt da liegen, okay. Das ist natürlich schon mal ganz gut, dann können wir uns am Wasser heilen, was wir eigentlich auch schon vorhin gemerkt haben. So, Fässer! Oder auch Barrels genannt. Die kommen aber auch irgendwie in vielen Horror-Games vor. Naja. Ich will da gar nicht weitergehen. Und darunter will ich schon links nicht. Scheiße, scheiße. Pedobär. Oder Pedo-Mumie, was auch immer. Nein, links oder rechts? Scheiße. Ich hasse es. Na gut, ist auch ein Labyrinth. Ach, da geht's wieder hoch. Na, ich freue mich. Okay. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, wieder am Ausgangspunkt, haben keinen Schlüssel gefunden. Das, ja, das war ja total super. So. Ich erleichtere mich mal am Brunnen. Hab bestimmt gerade einen Brunnen gepisst oder so. Ja, das kennen wir. Wow. So, gibt's hier noch was, Schickes? Naja, gut, komm. Spiele ich jetzt noch so lange, bis ich einmal gekillt werde. Alter, wenn ich laufe, denke ich die ganze Zeit, es wäre jemand anderes. Hier in den Säulen ist auch nichts mehr. Nein, da ist auch nichts. Wow. Hallo. Ach, hier geht's auch lang. Aber wir haben noch keine Monster in dieser Runde erwischt. Sehr seltsam. Hallo, ihr Monstren. Ah, sehr schön, der Liegestuhl. Sehr angenehm. Hallo. Na gut, was muss das Mutz? Wow. Scheiße. Ich. Sollte da jetzt ein Licht reingehen oder wie sehe ich das? Ah. Survived another attack. It must have been the Beast of Legend. Heard it coming and turned off my torch. No use, it knows I'm here. Oh. I'm here. It's too fast to untrun, but it can't fit it on the tunnels. Es ist zu schnell beim Rennen, aber in Tunneln sind wir sicher. Und wenn wir die Fackel aushaben, dann finden uns die Viecher nicht so schnell. Alter, ich traue mich jetzt nicht herauszugehen, ey. Leck mich doch. Okay. Ich hoffe, ich spreche nicht zu leise. Ich nehme gerade wieder mitten in der Nacht auf und da spreche ich aus mannigfaltigen Gründen einfach leiser. Alter.
Okay, gehen wir mal hier. Alter, ich dachte schon. Hier ist noch ein Zettel. They don't give up, so long as they can see me. But I can't run blind. I had to take a swing at one just now and run off while it collect itself. It's getting harder and harder to find a safe blow. Blow? Place. Na gut. Ein Plot zu finden wäre natürlich auch ein bisschen seltsam. Alter, hier muss doch noch irgendwas. Okay. Ich merke schon, wenn ich die Fackel ausmache, dann scheinen die Viecher mich nicht so sehr zu bemerken. Scheiße. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Alter, ich hoffe, ich spreche wirklich nicht zu leise. Ich sehe gerade meine Tonspur. Ich flüstere hier. Na gut, aber läuft ja auch keine Musik, also. Du siehst mich nicht. Alter, jetzt lauf mal weiter. Du siehst mich nicht. Ich muss die Fackel anmachen. Scheiße. Sehe ich den da? Ich weiß es gar nicht. Na, wie geht's, Alter? So. Ach du Scheiße. Ja, das wird ja mal hier ein längeres Let's Try. Na, super. Aber jetzt habe ich es auch so langsam raus, finde ich. Am Anfang war es dann doch noch ein bisschen schwieriger, aber jetzt geht das schon. Alter Schwede. Na gut, komm, gucken wir nochmal hier rein. Alter, ich glaube, die Musik fand uns auch ein bisschen vor. Survived another attack. Oh. Wow. Wow, scheiße. Boah, fuck. Fuck, Mann. Das war knapp. Du siehst mich einfach nicht. Ah. Alter, scheiß doch die Wand an. Entschuldigung. Ich muss ja hier seriös sein. Ah, hallo? Scheiße, ich krieg die Fackel nicht an. Scheiße. Okay. Oh oh. Ah ne, okay, es sind meine eigenen Schritte. Ey, ich werd hier noch verrückt. Wie viel los denn? Ach du Scheiße. Ich höre das viel. Ah, verdammt. Oh, Entschuldigung, bin ich gerade an meinen Hörer. Ja, man hört sehr intellektuelle Gespräche. Ich unterhalte mich mal mit dem Kerl. Alter, ich kann meine Fackel nicht mehr anmachen, aber gut, komm. Das leckt mich doch am Arsch. Ja, wenn du auf deinem Maul bist. Alter! Ja, komm ran! Na. Verdammt, da war die Treppe. Ja, ich würde sagen, das war Labyrinth. Ja, das hört sich natürlich sehr schön an. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Let's Try, das ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, schon 20 Minuten. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Hoffe, war jetzt nicht zu leise und, Alter, das regt ein bisschen auf. Ich gehe nochmal hier kurz zurück. Und wie schon gesagt, zieht's euch mal, es ist auf jeden Fall sehr geil. Ich finde die Grafik bin ich auf jeden Fall sehr überrascht dafür, dass es umsonst ist. Sieht es wirklich sehr geil aus.
Und ja, da könnt ihr es natürlich auch mal selbst ausprobieren, selber mal spielen, was auch immer. Also dann, wir sehen uns im nächsten Horror-Game oder nächsten Let's Test, Let's Try, was auch immer. Und ja, da würde ich sagen, noch schöne Nacht und dann noch ein herzliches Tschüssi.